dritte. Und noch aufgeregt, oder? Ja, natürlich, ja. Und wie war der Dreh für die Serie? Also, ich fand ihn ziemlich cool und aufregend, weil es war ein bisschen aufwendiger als so eine Fernsehproduktion. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man hat, das Team war ganz nett und mit Boot zu drehen hat auch ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und wie gefällt dir dein Charakter? Kannst du dich mit dem identifizieren? Also, auf gewisse Art. Und ich mag den Charakter ziemlich, weil er ist. Ich mag auch Zauberei und so. Und er ist auch so ein kleiner Zauberfreak und so. Und ja, Schule mag er auch nicht so gerne. Genauso wie bei mir. Und ja. Und freust du dich jetzt, dass die Serie anläuft? Ja, das freu ich, darauf freue ich mich sehr. Und ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja. Bei der Premiere. Danke. Gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. Diese Stadt ist krank. Und wir alle sind ein Teil davon. Unter uns ist ein Mörder. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit. Tick-Tack, Tick-Tack. Ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang.